Heute geht es darum, was jeder Trader in puncto Steueroptimierung wissen sollte. Hi, mein Name ist Fabian Walter, ich bin Steuerexperte und auf TikTok und Instagram auch als Steuerfabi bekannt. Heute kümmern wir uns um drei Themen der Ride Community zum wichtigsten Steuer-Know-how für Trader. Seit 2021 gibt es die Verlustverrechnungsbeschränkung. Das ist nicht so schön. Warum? Wenn man beispielsweise mit Termingeschäften, also mit Optionen etc. handelt, dann ist es so, dass man nicht mehr seine kompletten Verluste im Privatvermögen verrechnen kann, sondern es gibt eine Verlustverrechnungsbeschränkung auf 20.000 Euro. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, man hat 100.000 Euro mit CFDs beispielsweise gemacht, ja, an Gewinn und 100.000 Euro als Verlust. Ja, also 100.000 plus, 100.000 minus, ja, gibt eigentlich null. Was passiert jetzt allerdings im Privatvermögen seit 2021? Man darf nur noch 20.000 Euro der Verluste nutzen. Das heißt, man ist nicht mehr bei null, sondern muss 80.000 Euro versteuern. Deshalb ist es eben besser, man hat eine GmbH, da gibt es diese Verlustverrechnungsbeschränkung in dieser Art nicht. Das heißt, man kann wirklich 100.000 Euro Gewinn haben, 100.000 Euro Verlust, muss somit dann in der GmbH keine Steuern zahlen. Der nächste Punkt ist § 8b KStG. Vor allem, wenn man sein Geld nicht privat braucht, beispielsweise um sich irgendwelche Konsumgegenstände zu kaufen, dann macht es Sinn, eben über eine GmbH die Aktien zu handeln. Warum? Es ist so, bei einem Aktienverkauf sind über die GmbH 95% steuerbefreit. Das heißt, bei einem Steuersatz von etwa 30% zahlt man nur 1,5% Steuern. Das gilt auch für Dividenden, also Gewinnausschüttungen, allerdings nur, wenn man 10 bzw. dann 15% beteiligt ist. Das heißt, wenn man beispielsweise an BMW eine Aktie hält, wird man diesen Gewinn praktisch trotzdem versteuern müssen aus der Dividende. Aber es kann Sinn machen, wenn man beispielsweise sein eigenes Startup unter einer Holding GmbH hat. Darüber gibt es auch noch ein Video, kommt später. Also der 8b KStG, der führt dazu, dass man eben 95% steuerbefreit hat und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, den auch über die GmbH zu nutzen. Auch bei Call-Optionen kann das Sinn machen, nämlich dann, wenn man sich die Aktie anstatt das Cash ausliefern lässt und somit kann man auch diesen 8b KStG nutzen und hat dann etwa eine Steuerbelastung von nur 1,5%. Der dritte und auch ein sehr wichtiger Punkt, ja, sind die Kosten. Man hat im Privatvermögen nur einen Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Das heißt, höhere Kosten sind damit abgegolten. Deswegen heißt die Kapitalertragsteuer im Volksmund auch Abgeltungssteuer. Das heißt, wenn man höhere Kosten hat, beispielsweise einen Tradingkurs oder man fährt zu einer Hauptversammlung oder irgendwas, kann man diese Kosten nicht absetzen. Die sind abgegolten mit der Abgeltungssteuer. Wenn man eine GmbH hat, sind das Betriebsausgaben und man bleibt auf diesen Kosten nicht sitzen, die eben meist höher sind als 801 Euro. Somit kann man auch mit einer GmbH diese Kosten eben nutzen und somit seinen Gewinn drücken. Das heißt, man zahlt nur dann wirklich auf die Einkünfte nach den Kosten seine Steuern und nicht wie bei der Abgeltungssteuer eben pauschal auf alles seine Steuern. Betriebsausgaben in einer GmbH können beispielsweise der Laptop oder das Tablet sein oder auch das Smartphone, was man eben benötigt, um seine Trading-Geschäfte zu machen. Außerdem kann man auch einen Firmenwagen absetzen oder Angestellte haben, je nach Ausmaß. Und dann kann man beispielsweise auch Verwandte anstellen. Also es gibt einige Punkte, die man als Betriebsausgaben in einer GmbH absetzen kann. Beim Firmenwagen ist noch zu beachten, dass es nur Teil des Geschäftsführergehalts sein darf. Weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, lasst einen Kommentar da. Das war der Steuerfabi. Prost!